Meine Freundin, guten Morgen. Ich war mit auf den Alltag von mir. Wir haben gerade 3.03 Uhr, wir haben immer noch Ramadan, wie ihr wisst. Deswegen bin ich jetzt so früh wach. Was mache ich denn zu hoch, kann man sagen. Das Frühstücksmahl. Jetzt wird erstmal zum Frühstück hier schön Nutella-Brot, zwei Stück. Ich liebe Nutella. Nutella ist für mich das Beste überhaupt. Dazu habe ich was Gesundes noch, einen schönen. Selber gemacht, denn Bananenmilch, selber gemacht mit dem Mixer. Und dann erstmal frühstücken und dann geht's weiter gleich. Das war's mit dem Frühstück jetzt. Jetzt gehen wir noch schnell ins Bett, noch eine Runde schlafen. Bis um 5 Uhr, 5:30 Uhr ungefähr. Mal gucken, wie ich aufstehe heute. Und dann geht's zur Arbeit. Also bis später. Ciao. So, hier erstmal Schuhe anziehen, meine Freunde. Wir haben jetzt 5:45 Uhr. Also gleich muss ich arbeiten. Ich bin ein bisschen spät dran. Aber ist nicht schlimm. Einfach mich ein bisschen beeilen und fertig. So, meine Freunde, wir haben jetzt noch 15 Minuten. Nice. Ein bisschen muss ich Gas geben. Natürlich, nur was erlaubt ist. Ja, 15 Minuten. Dann ist es Zeit zu arbeiten. Dann 6 Uhr. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich am besten mal zur Arbeit. Jetzt schnell ins Auto rein. Und dann zur Arbeit. Jetzt geht's ab zur Arbeit. Ich bin ein bisschen spät dran, aber ist normal. Ich passe immer so, wenn ich morgens rausgehe. Weil wer kennt's nicht? Wir alle sind gerne so noch 5 Minuten im Bett, noch 6 Minuten im Bett. Dann schauen wir auf die Uhr. Ah, oh, fuck, es ist Zeit zu gehen. Standard. Wir sehen die Uhrzeit, alles leer. Also die meisten Leute schlafen noch. Deswegen kann man ganz chillig. Wir fahren hier auf den Straßen von Durlach. Ist nicht viel los. Richtig nice morgens. Meine Freunde, jetzt sind wir angekommen beim Real. Jetzt erstmal ab zur Arbeit. Seht ihr, Papa hat noch alles leer, der Parkplatz, nur ein paar Mitarbeiter hier. Und hier gerade der schöne Sonnenaufgang. Und ich würde sagen, wir sind gleich bei der Arbeit. Bis gleich. So, wir sind bei der Arbeit jetzt. Jetzt muss ich mal die Weste drüber anziehen. Bin ich gefragt, warum ich eine Jacke anhabe. Ich halt einfach, ich arbeite bei der Warenannahme. Da ist immer das Tor offen. Also, da kommt keine Sonne hin, da ist immer voll kalt. Deswegen Jacke anziehen. Und los geht's zur Arbeit. Wir sind jetzt schon da. Weil jetzt müssen wir arbeiten. Hab ich alles. Ich hab alles. Und jetzt, wir sehen uns nach der Arbeit. Bis später. Meine Freunde, jetzt endlich Feierabend, Maske weg. Lang genug, 9 Stunden auf der Mut gehabt. Endlich Feierabend. Hey boy! Yeah man, cool man. Mach's gut. Ciao, brother. Meine Freunde, jetzt endlich auf dem Heimweg. Da fährt er, der Drogendealer. Da fährt er, der Drogendealer. Heute auch ein Bombenwetter heute. Sehr schönes Wetter heute. Sehr schön, sehr nice. Sonniges Wetter, beste Chillwetter eigentlich. Und naja, bis gleich. Meine Freunde, sind wir zu Hause. Endlich. Und machen jetzt erstmal ein paar Videos zu Ende noch. Videos fertig drehen, Videos produzieren für euch. Dass ihr einen Blick habt. Hier hocke ich immer mit meiner Kamera. Also meine Kamera ist hier im Vordergrund. Tue mich aufnehmen. Und mach alles hier. Hier haben wir einmal meinen für meine Xbox den Display, wo ich alles mache. Dann hier ist meine Maustaste, wo ich alles hier mache. Mein Laptop nebenan natürlich. Und ja, hier mache ich meine ganzen Videos. Hier schneide ich alles. Ihr kennt ja schon meinen YouTube-Kanal. Seid ihr wahrscheinlich auch alle drauf, alle. Ja, meine Freunde, ich weiß nicht viel groß zu sagen. Hier mache ich alles. Meine ganzen Videos und ja, meine Freunde. So, meine Freunde, gleich ist Iftar. Jetzt gehen wir schnell zu meinen Eltern in die Wohnung nach oben.
Ich wohne ja im Hochhaus, also die wohnen nicht weit entfernt von mir. Wir gehen schon hoch, essen bei denen was. Und wir sagen, bis gleich. So, Freunde, jetzt essen wir gleich hier. Schönes Essen. Es wird noch mehr gekocht, natürlich. Aber das sage ich euch später. So, vollkommen. Guten Appetit. Jetzt. Meine Freunde, jetzt sind wir wieder unten in meiner Wohnung. Jetzt gehen wir langsam pennen jetzt dann. Und ja, meine Freunde, das war's von meinem Alltag. Mein Ramadan-Alltag. Ich werde nochmal so ein Video machen. Vom Alltag nach Ramadan, wenn ihr Bock habt. Also dann mache ich noch andere Sachen wahrscheinlich dann. Bleibt gesund, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und peace out.